Es geht wieder los, die Biathlon-Saison 2022-2023. Jene Saison, in der der deutsche Biathlon wieder absolut dominieren wird. Was gibt's denn da zu lachen? When she fell. Wir haben immerhin einen neuen Sportdirektor. Felix Bitterling ist sein Name. Und Wikipedia sagt dazu ganz eindeutig, der Bitterling war von 1985 und 2008 der Fisch des Jahres. Also, da haben wir uns einen ganz besonders dicken Fisch an Land gezogen. Da ist sogar der andere Fisch schwer begeistert. Ja, dann nickt er der Sven. Aber nun gut, bei den deutschen Herren hat sich jetzt nicht so viel getan. Frei nach dem Motto. Zum einen haben wir gute Trainer in Deutschland, wir haben aber auch gute Athleten. So schlecht war das Abschneiden der deutschen Herren bei Olympia ja jetzt auch wieder nicht. Ne? Da muss man die Kirche schon im Dorf lassen. Beziehungsweise den Kirchner im Dorfverein. Aber gut, zumindest kriegt er ab der neuen Saison internationale Unterstützung. Nee, der ist es nicht. Kalt. Eiskalt. Warm. Heiß. Ganz heiß. Da ist er ja. Uroš Velepec aus Slowenien. Absoluter Topmann. Hat die letzten paar Jahre außerordentlich erfolgreich in der Ukraine gearbeitet. Wo war die Ukraine hier jetzt nochmal? Ja, gut, egal. Auf jeden Fall werden die deutschen Herren ab der neuen Saison absolut dominieren. Auch mal wieder bereit, um vielleicht wieder mal mit einer Goldmedaille nach Hause zu fahren. Aber Ja, mal gut, Marc. Köstlich. Ja, bei den deutschen Damen hat sich dafür ein bisschen mehr getan. Vanessa Hinz zum Beispiel trainiert schon ganz fleißig für die neue Saison. Und Franziska Hildebrand ist sogar schwanger. Franzi, erzähl doch mal von deiner Zeugung. Da war es schon ganz schön tief. Also, es hat man auch dann an den Bildern gesehen, dass wir uns doch ein bisschen durchgewühlt haben. Na, das klingt doch eindeutig nach Wunschkind. Aber das ist noch nicht alles. Janina Hettich und Denise Herrmann haben geheiratet. Damit herzlich willkommen im deutschen Weltcup-Team. Janina Hettich-Boucher und Denise Herrmann-Boucher. Oder wen haben die nochmal geheiratet? Ach so, ja, stimmt. Die Janina hat einen Herrn Walz geheiratet. Damit ab der neuen Saison Janina Hettich Walz. Und Denise Herrmann heißt ab der neuen Saison Denise Herrmann Wick. Na, mit Wick im deutschen Team gehören die Erkältungen noch ab sofort der Vergangenheit an, oder? Ja, also jetzt die letzte Zeit war jetzt schon schwierig vom Kopf her. Schon letzte Woche die Erkältung, wenn man dann nur auf der Couch liegt und nichts Ja, machen gut, kann. wäre ja Und auch so schön gewesen. Aber auch diese Dame hier hat einen Ehemann. Sverre Reuseland. Und der ist ab der neuen Saison der Bundestrainer der deutschen Damen. Das ist kein Scherz. Man suchte einfach Input aus dem Ausland und erreichte als Referenz nur diesen einen Satz. Ich bin So angelt man sich die Jobs. Frei nach dem Motto. Zum einen haben wir gute Trainer in Deutschland, wir haben aber auch gute Athleten. Man kann aber auch morgens mit dem Pferd zur Arbeit reiten. Na, dann sind wir doch mal gespannt, mit welchen bahnbrechenden Methoden wir die Norwegerinnen in Zukunft wieder ärgern werden. Küss die Hand, schöne Frau, ihre Augen sind so blau, Tirili, Tirilo, Tirila. Na, dann steht doch in Zukunft der Erklimmung von Platz 1 nichts mehr im Wege. Dann heißt es, kommt das ist auch sicher ganz oft. Ja, alles in allem war es noch nicht. Ja, leider hat es nicht hingehauen. Man hat mit diversen Problemchen zu kämpfen. Ja, wahrscheinlich bin ich dieses Jahr auf 5% schlechter geworden. Keine Ahnung, an was es liegt. Wir wissen selber, wir sind schlecht gerade im Moment, oder? Wir haben nicht die Leistung, aber für uns ist es am allerschlimmsten. Naja, zur Not einfach auf die Kommentare von ARD und ZDF hören. Unglaublich, hier geschehen Zeichen und Wunder. Das ist Wahnsinn, das ist überragend. Das ist ein Mannschaftsresultat kaum zu toppen, es ist unfassbar. Gratulation von dieser Stelle aus. Na dann, ab geht's in die neue Saison. Alles andere kann mich mal. Ich starte durch. Ja, das macht doch richtig Hoffnung, oder?